am ersten Tag, als wir uns also gesehen haben, hat sie halt gelernt und hatte eine Brille auf. Die hat sie jetzt nicht mehr auf. Und da sah sie richtig so der typische Streber. Und ja, im Laufe der Zeit ging das dann eigentlich. Es wurde immer lockerer und dann. Das ist einfach schön, wenn man so alles direkt nach Plan spielen kann. Aber wir spielen halt auch viele moderne Stücke, wo man auch mal improvisieren kann. Und daran merkt man eigentlich, was man mit dem Instrument noch alles machen kann. Ja, das ist manchmal schon ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal. Aber wenn man dann am Ende so den Erfolg des Wettbewerbs so richtig mitbekommt und sich dann vor Augen führt, dass das ganze Üben denn doch was gebracht hat und dass man eigentlich auch stolz auf sich und seinen Partner sein kann, dann denke ich mal schon, hat sich das gelohnt, auch wenn es manchmal schade ist, wenn man dann lieber zu Hause üben muss. Es sind 90 Minuten, die wir füllen müssen und es ist halt eine Zeit, die wir noch nie gespielt haben und es ist so, uns alle, also unser ganzes Repertoire spielen wir dort und es wird anstrengend, aber ich glaube, es wird lustig. Also ich laufe immer rum. Ich laufe immer in einem Raum immer auf und ab. Oh. Manchmal laufe ich auch immer Treppen, bevor ich also auftrete, aber meistens kriege ich die Nervosität nicht weg. Also sie ist immer da. Wir sind so ein eingespieltes Team. Wenn sich jemand verspielt, dann finden wir sofort wieder rein oder wir kommen gar nicht erst dadurch raus. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen und am Ende frage ich dann so meine Mutter, hast du jetzt gemerkt, dass wir uns verspielt haben? Nein, habe ich gar nicht gemerkt. Und so geht das dann halt manchmal. Und ja, ich meine, ein paar kleine Fehler sind, glaube ich, immer drin, aber. Ich denke, erstmal fällt uns dann Stein vom Herzen, dass es dann erstmal weg ist. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn das Publikum klatscht und alle freudig sind und dann am Ende Leute zu uns hinkommen und sagen, dass wir schön gespielt haben oder so. Dann steht uns natürlich noch eine Auswertung mit unseren Lehrern bevor, die dann sagen, was man besser machen kann, was wir bereits gut gemacht haben, woran wir beim nächsten Mal dann üben können, wie wir es besser machen können. Und ich denke, wir kritisieren uns auch beide ziemlich stark selbst, um uns zu verbessern und so läuft das eigentlich immer. Nö, also ich finde nicht, dass es nervt. Das ist ja eine Kritik, manchmal positiv, manchmal auch negativ. Ich finde, das geht. Manchmal ist es aber auch so, dass ich irgendwie nach dem Vorspiel halt total geknickt bin, weil ich irgendwie so viele Fehler gemacht habe. Und da schäme ich mich für Christine halt, dass sie halt so gut gespielt hat und ich habe so schlecht gespielt. Und dann